Guten Morgen, liebe Zuschauer. Hatten Sie auch gute Vorsätze für das neue Jahr? Mehr als die Hälfte der Deutschen hat sich laut einer Forsa-Umfrage vorgenommen, in diesem Jahr gesünder zu essen oder mehr Sport zu treiben. Wenn es da nur nicht diesen Schweinehund gäbe, der immer wieder aus der Ecke gekrochen kommt. Immer mehr Menschen mieten sich einen persönlichen Sportlehrer, um den Schweinehund in den Griff zu kriegen. Der Personal Trainer bekommt dann viel Geld fürs Antreiben. Und das kann natürlich schon anstrengend werden. Ja, ob Lisa den Versuchungen widerstehen kann, das sehen wir gleich. Die Versuchung wird auf jeden Fall immer größer. In den 80er Jahren gab es im Supermarkt um die 6.000 Produkte. Heute sind es manchmal 50.000 Produkte. Die Lebensmittelindustrie macht Werbung, damit wir die Produkte kaufen. Ja, und wenn wir gut im Futter sind, dann bietet die Diätindustrie Produkte, die uns wieder schlank machen sollen. Das ist ein Kreislauf, bei dem vor allem die Unternehmen gewinnen und die Verbraucher verlieren. Nicht nur viel Geld, sondern auch die Orientierung im Diätdschungel. Und wir sind alle drauf reingefallen. Ja, wer legt eigentlich fest, ob ich zu dick bin oder nicht? Klar, spätestens wenn die Klamotten zu eng sind, dann habe ich mich verändert. Aber wer legt die Kleidergrößen fest? Und wer bestimmt die Regel und die Ausnahme? Gerade über Weihnachten und den Jahreswechsel, wenn alle essen und feiern. Wir haben eben Lisa kennengelernt, die abnehmen will. Sie leistet sich dazu einen Personal Trainer, der sie motivieren soll. Schauen wir mal, ob sie es geschafft hat, über Weihnachten standhaft zu bleiben. So, für heute war es das von uns. Nächsten Sonntag geht es bei uns um das Wohnen der Zukunft. Kaum eine Nation legt so viel Wert aufs Wohnen wie die Deutschen. Hier im ZDF geht es jetzt weiter mit einem katholischen Gottesdienst aus Dortmund. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag und viel Erfolg bei der Auseinandersetzung mit Ihrem inneren Schweinehund. Tschüss.